Grüß Gott miteinander. Ganz herzlich willkommen in dieser Runde. Und mit dem sind wir eigentlich auch schon bei unserem Projekt, bei der Machbarkeitsstudie, die wir mit dem Hightech-Zentrum Aargau und der Fachhochschule Nordwestschweiz haben durchführen dürfen. Das Bestellblatt für so ein Produkt ist etwa 20 Seiten lang. Und das war für uns der Grund auch gewesen, dass wir das Thema parametrische Variantenkonfiguration im Web anschauen wollten. Ja, ich konnte zu verschiedenen Sachen einen Bezug herstellen. Tobak, Digitalisierung, ich meine, das betrifft uns alle. Auf diesem Bild sieht man die Vielzahl von verschiedenen Implantaten, die Medicode beschichtet. Eigentlich kann man alles beschichten, das mit dem Knochen zusammenwachsen soll. Ich kenne die Firma Medicode und ich bin begeistert, was man da für Pläne hat. Und habe darum auch gefunden, ja, ist gut, bin ich auch. Laserschweißen war damals für ABB komplettes Neuland. Und es war extrem wichtig, dass wir einen Partner hatten oder finden konnten, der uns in die Welt des Laserschweißens begleitet hat. ABB Thurgi bestens bekannt. Ich habe einige Jahre eigentlich gerade nebenzu gewohnt, kann man sagen. Von dort her ist immer auch ja, lässig zu sehen, was machen die Firmen, wo man vielleicht täglich daran vorbeiläuft. Ich habe vom Kanton aus zu mit dem Hightech-Zentrum. Ganz am Anfang habe ich ein bisschen gesehen, was sind das für Leute, ihre Sichtweisen angeschaut auf der Webseite und bin beeindruckt gewesen, was sie mitbringen. Von der akademischen Forschung, aber auch von den Unternehmen, die sie geschafft haben. Umso mehr ist es mir wichtig, dass ich eben mich hier orientieren kann und herausfinden, was wird hier präsentiert, was sind es für Projekte gewesen, die hier unterstützt worden sind und wie hat man das können bewerkstelligen. Und letztlich liegt es natürlich, ist auch dem Regierungsrat klar, in der Verantwortung der Unternehmerinnen und Unternehmer, rechtzeitig innovative Verfahren und Produkte zu entwickeln, damit ihr Unternehmen konkurrenzfähig bleibt.